Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Ich habe gerade mal in die Soundoption reingeguckt, weil ich es eigentlich ein bisschen lauter machen wollte. Denn irgendwie ist es dann später beim Schnitt ziemlich leise. Aber es ist eigentlich alles schon recht laut. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht, weil vielleicht die Musik etwas wenig rüberkommt. Wobei im Moment läuft gar keine Musik. Ich habe gar keine Kopfbedeckung, sehe ich gerade. Da könnte ich natürlich... Was habe ich denn hier eigentlich? Lederzeug. Ich könnte natürlich auch Elfenrüstung anziehen. Ist auch leichte Rüstung. Und Elfenrüstung 4. Ist sogar ein bisschen leichter. Aber macht jetzt nicht wirklich viel mehr Rüstung. Habe ich sonst irgendwas für den Kopf? Nö. Ja, kann man so lassen, denke ich. Und wir wollten ja zu Arkentamts. Komischer Name. Ich frage mich, ob da die Entwickler sich wirklich... Also, ob die einfach irgendeinen Namen genommen haben, irgendwas, was komisch klingt. Oder ob die sich einen Kopf gemacht haben, wie man das wirklich richtig ausspricht. Da bin ich mal gespannt, wie groß der ganze Mist hier... Mist ist. Und wie lange wir hier brauchen werden. Ach so. Ich wollte gerade sagen, es ist wieder irgendeine Höhle, aber es ist gar nicht... Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich denn wieder hoch? Ja, doch, von hier. Ist ja gar nicht irgendeine Höhle. Wir haben ja hier tatsächlich eine Quest, dass wir das hier erkunden sollen. Zumindest eine kleine Nebenquest. Okay. Ich dachte, hier gibt es vielleicht irgendwas. Ach, hier. Das nehmen wir mit. Ja, ja. Ja, nehmen wir alles mit. Warum nicht? Hier ist es ein bisschen laut. So. Hier rumpelt es auch immer so. Liegt das in der Höhle? Die Stimme habe ich auch schon mal gehört. Das macht aber nicht... Ach so, ich habe das ja auf... Das habe ich ganz vergessen, dass ich das ja so eingestellt habe. Zwergenbolzen. Ach, nehmen wir mit. Eine Armbrust... Ach so, doch, eine Armbrust gibt's. Gibt's auch. Nicht im normalen Spiel, aber im DLC. Mir fehlt eigentlich so ein bisschen so ein paar Gruselsachen eigentlich. Oh. Was macht ihr noch hier? Ja, nicht auf dich hören. Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Oh, es gibt einen Schatz. Ich heiße Katria. Ich bin... war eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Dann hast du ein Feindsknie bekommen. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und ich habe es nicht geschafft. Ach ja? Kommt uns der Name bekannt vor? Sagt mir jetzt so gerade nichts. Oh, ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ethereum-Kriege. Ah, das kann sein. Das war meine Theorie, wisst ihr? Meine Forschung, mein Lebenswerk, alles gestohlen. Von meinem verfluchten Schüler. Und so bin ich hier gelandet. Ich finde keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Aber es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben, wie all die anderen. Kehrt um. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Nö. Ich komme schon zurecht. So schnell gebe ich nicht auf. Hm, okay. Natürlich. Das sagen sie alle. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Nun, wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Sicher.
Also gut, dann führt uns. Zumindest zu dritt? Das wäre cool. Was ist hier nur geschehen? Erreicht den Gipfel von Arkens. Es sah hier nicht immer so aus. Es war die besterhaltene Zwergenstadt, die ich je gesehen habe. Und dann kam das Erdbeben. Jetzt kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen intakten Raum findet. Das ist natürlich dann schade, ne? Gibt es irgendwelche Gefahren, von denen ich wissen sollte? Nun, da sind zunächst die Fallmeer. Tödliche Stromschnellen, starke Erdbeben, tiefe Abgründe, instabile Böden, tödliche Stürze. Und dann kommt die eigentliche Gefahr. Darüber werden wir reden, wenn es soweit ist. Wenn es je dazu kommt. Klar, wir haben es doch drauf. Wie seid ihr denn gestorben? Ich fiel, als das Erdbeben kam. Der Boden öffnete sich unter mir. Und trotzdem hätte ich's fast geschafft. Es fehlten nur ein, zwei Fußlängen, dann wäre ich ins Wasser gefallen. Aber es war nichts zu machen. Tja, das ist dann wohl Pech. Ach, das da? Ist es das? Aber hier unten? Ah, okay. Ich speichere mal eben. Aber müssten da nicht noch viel mehr Geister hier rumirren? Es war ein tiefer Sturz. Die sieht aber noch frisch aus. Finde Katrias Tagebuch optional. Das ist ja voll schwierig. Wie viel habe ich denn davon? Wisst man nicht. Titerium-Krieger. Ach, cool. Stahlrüstung brauchen wir eigentlich nicht. Ja, die Dolche nehmen wir mit und das Tagebuch natürlich. Und dann würde ich da drin eigentlich auch nochmal ein bisschen rumstöbern. Wenn wir es schon haben. Ups. 17. Sonnenhöhe. Dieser hinterhältige Elf sei verflucht. Verflucht. Er stiehlt meine Notizen, meine Entdeckung und veröffentlicht sie unter seinem Namen. 20 Jahre meines Lebens habe ich in diesen Ruinen herumgekramt. Und was bekomme ich dafür? Eine Widmung? Freundin und Kollegin, herrje. Er macht sich über mich lustig. Aber ich werde die sein, die zuletzt lacht. Daron mag meine Theorien an sich gebracht haben, aber noch hat er keinen Beweis. Wenn ich die Schmiede als Erste entdecke, kann ich der Welt zeigen, dass dies meine Entdeckung ist und nicht seine. Vierte, letzte Saat. Vierte, okay. Ich habe eine Spur. Die Schmiede wird in einem vermoderten alten... Wird in einem der vermoderten alten Bücher in Zund erwähnt. Obwohl das Buch in katastrophalem Zustand war, konnte ich ihnen ein paar nützliche Informationen entnehmen. Darunter eine Karte der Dwemer-Königreiche aus der ersten Ära. Ich muss sie nach meiner Rückkehr mit den heutigen Grenzen vergleichen. Hier ist das Ergebnis. 1. Argent. Dieses Argent wurde auch auf der Schrift erwähnt. Es scheint sich um das Hauptzentrum für die Ethereum-Forschung zu handeln. Oh, wie ich es gewusst habe. Dies scheint mir der beste Ausgangspunkt zu sein. 2. Dies wird als Betarzell verbündete Stadt erwähnt. Es handelt sich aber nicht um Betartamz, scheint eher ein nördlicher oder nordwestlicher davon gelegener kleiner Standort nahe des Flusses zu sein. 3. Die Hauptquelle für Ethereum aus einer tiefer gelegenen Mine gewonnen. 4. Ein Lagerplatz für Ruh-Ethereum direkt vor einer großen Stadt gelegen. Aufgrund seiner harmonischen Volatilität musste das Ethereum offenbar außerhalb der Stadt gelagert werden. 5. Kein Name, keine Informationen, die eine Identifizierung ermöglichen könnte. Stattdessen eine Seite nach der anderen mit unlesbaren Diagrammen. 4. Konnte ich ihn nicht entnehmen, aber es scheint sich um eine Art Astrolabium zu handeln. Ein vierteiliges Emblem? Ob es sich um den Standort der Schmiede handelt? Endlich ein wichtiger Fund.
22. letzte Saat. Ark, meine Karte mag unpräzise sein, aber dank ihr bin ich hier. Vielleicht bin ich ja doch etwas auf der Spur. 23. letzte Saat. Habe die Schatzkammer erreicht. Hier ist ein Klangschloss, das immer noch funktioniert. Wenn ich mir die Leichen hier so ansehe, funktioniert vermutlich auch noch die Fallen. Ich konnte keine Hinweise finden, also werde ich eine Skizze anfertigen und mich vorsichtig voranarbeiten. 5 Resonatoren, 5 Töne. Ich muss sie nur in der richtigen Reihenfolge spielen. Mal sehen. Okay. Und dann ist er wahrscheinlich gestürzt. Ich guck mir nochmal die Karte kurz an. Okay, da sind wir. Aber müssen wir jetzt alle dann noch besuchen? Alle Orte? Ich meine, das wäre eine ziemlich coole und große Quest. Sagst du gar nichts zu, dass wir das Tagebuch gelesen haben? Wir gucken uns die Hülle mal ganz genau an. Also so ganz, ganz genau. Wir gucken hier mal so alles an. Ja gut, vielleicht nicht so genau, dass wir uns den Krümel angucken. So, wir tauchen mal. Was gibt's hier? Nichts. Ist auch ziemlich dunkel. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Ist wieder eine Zwergenspinne. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich glaube, das... Ich bin mir aber nicht sicher, welches man einschmelzen kann und welches nicht. Das klingt nach... Ja, nach irgendwelchen Mechanismen. Die uns wahrscheinlich wieder das Leben schwer machen. Hier glaube ich, das kann man nicht einschmelzen, weil es zu schwer ist. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich nehme es einfach mal mit. Ich denke mal, ich werde ziemlich schnell volles Gepäck haben. Aber wir haben noch Lydia, aber die wird auch ziemlich schnell voll sein. Also, der Rucksack, nicht sie. Wobei, je nachdem. Oh, hier ist ein Falmer. Ist der runtergefallen. Direkt mal das Ohr abgeschnibbelt. Da ist noch einer. Was machen die? Ungeschickt, die Leute. Ach so. Hä? Oh nein! Ich häng fest. Ach nee, ich häng doch nicht fest. Die Strömung ist einfach ziemlich stark. Würde ich sagen. Tatsächlich. Das ist eine echt starke Strömung. So ein Ding. Oh, ob die zwei da jetzt hier hochkommen. Ach, müssen sie gar nicht. Hier geht's nämlich gar nicht lang. Also geht's schon ein Stückchen lang, aber... Wo geht's denn hier wieder raus? Ach, hier. Oder? Bin ich schon hier gekommen? Ja, sieht so aus. Sieht gut aus, ob die da mitkommen jetzt. Mist, vielleicht hätte ich sagen sollen, die sollen da warten. Oh, was ist denn das? Das müssen wir jetzt mal angucken. Ist noch ein Toter. Also wenn das die gefährlichen Falmer sind... Was haben wir hier? Ach, ein Centurio-Dynamo-Kern. Wie kommt denn der hierher? Was habe ich denn da? Ach so, ihn hier habe ich gesehen. Das ist mir dann doch so irgendwie angenehmer. So, ich hab's geschafft. So, was ist mit euch zweien? Schaffen die es irgendwie hierher? Sieht schlecht aus. Verdammt. Obwohl, sie könnte es schaffen. Sie hat es geschafft, sie nicht. Spitzer. Lydia. Du wartest mal bitte. Immer noch da, bitte. Wie ihr wünscht, Tane. Du hast nämlich auch irgendwie bis drauf. Ah, jetzt schafft sie es? Nee. Was macht sie denn? Komm mal hierher, Mädchen. Oder weil sie ein Geist ist, ist sie zu leicht und kann jetzt hier nicht herschwimmen. Hier ist auch eine Strömung, ne? Huch. Verdammt. Die portet sich irgendwie immer zu. Ja, hier ist halt auch ein Stückchen Strömung, aber... jetzt ist... Nee, 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 bleib mal schön da. Komm, komm, komm. Ja.
Er ist halt leider ein bisschen schade manchmal. So ein paar kleine Fehler gibt's halt immer noch, beziehungsweise immer. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben schützen. Ja. Brauchst du nicht jedes Mal sagen. Boah. Ist hier alles ziemlich in. Ach schon. Ja, gut. Wir rennen. Na, weiß nicht, ob es so schlau ist, hier einfach durchzurennen. Oh, hier ist alles voller Wasser. Tja, dann würde ich sagen, müsst ihr zwei. Achso, sie. Ja. Müsst ihr, kann ich nicht sagen, ich soll warten. Bin immer noch da. Wartet hier. Ich bleibe hier und passe auf. Das ist nett, danke. Theoretisch hatte ich, glaube ich, auch einen Bogen. Und könnte ja, wenn Gegner kommen, ein bisschen rumballern. Okay, weniger als erwartet. Habe ich eigentlich irgendwo eine Luftanzeige oder stirbt er dann einfach? Gut, sie will auch nicht mitkommen. Seid ihr wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ich rutsche, aber es macht nichts. Sie kommt schon wieder nicht mit. Doch jetzt. Ich habe doch da eben jemanden gehört. Ach so, das ist das Ding, was die Tür mal auf und zu macht. Alles klar. Ich muss eine ganze Stunde warten, damit ihr hier mal ankommt. Komischer Türmechanismus. Ich frage mich auch, was das bringt. Dass das immer auf und zu geht. Die Zwerge nannten sowas kinetische Resonatoren. Ziemlich selten, zumindest unter den Clans von Himmelsrand. Okay. Hören Sie einfach, dann machen Sie, was auch immer Sie machen sollen. Was soll ich? Was? Sollte ich irgendwas damit machen? Ah. Hey, aufpassen. Warum? Hat doch geklappt. Die verfluchten Dinger sind wie Fliegen. Es ist gleich, wenn jemand tötet. Ach Mist, ich wollte ja eigentlich mal noch gucken, von wo sie eventuell runtergefallen ist. Ein Fallmer. Es geht los. Oh, den hab ich denn erwischt. Natürlich prima, wenn ich jetzt zwei. Ach nee, ich schieße auch mit dem Bogen. Ich wollte gerade sagen, zwei Frontkämpfer habe. Wobei, dann treffe ich gar nicht so viel, wenn alle beide so den Weg versperren. Aber das ist natürlich noch besser, wenn sie auch von hinten schießt. Dann kann Lydia von vorne die ganzen ablenken. Ich habe nur noch 10 Pfeile. Und wir ballern beide von hinten. Und der hängt. Hup. Level up. Nice. Hebe ich mir aber auf. Hier waren wir schon. Die hätten uns da theoretisch. Die hätten uns auf jeden Fall mitbekommen müssen. Ich meine, wir haben ja dort drüben mit Katria geredet. Die hätten ja schon auf uns ballern können, wobei einer ist ja schon tot. Ich denke mal hier. Cool, hier geht ganz schön viel kaputt. Ich muss mal gucken, was habe ich denn hier an Pfeilen? Ich meine, ich habe jede Menge Pfeile eigentlich. Wo sind die Pfeile eigentlich? Bei Waffen? Jo. Ich habe abgeschworene Pfeile zum Beispiel. Noch 60, fast 60. Eisenpfeile hätte ich jede Menge.
Das benutze ich. Die machen 10 Schaden. Oh, Ork-Pfeile sind gut. Stahlpfeil, Zwerg. Hm, okay. Zwergbolzen und Pfeiler. Ach, die Bolzen kann ich wohl gar nicht benutzen. Aber ich glaube, ich werde entweder die Eisenpfeile oder... Eigentlich wären die Falmer-Pfeile am besten. Die würde ich hier nämlich zuhauf auch wiederbekommen. Die nehme ich jetzt auch. Wobei die halt nur, also nur 7 Schaden machen, aber naja, mein Gott. Was soll's? Ach, ich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich zumindest Lydia sagen soll, dass die irgendwo warten soll, wenn ich jetzt hier so einen Gang lang latsche. Ich meine, ich bin schnell wieder raus. Lydia jetzt auch, aber es kann halt sein, dass er festhängt oder im schlimmsten Fall irgendwo runterfällt. Und das will ich halt nicht. Also nicht, dass wir dann warten müssten, aber es kann ja dann sein, dass er vielleicht irgendwo festhängt wieder. Und viel Wasser, was da runterkommt. Aber es kann halt auch sterben. Und das wäre halt echt schade. Das